Hier in Melbourne ist heute Renntag und wir können einen geschichtsträchtigen großen Preis von Australien erleben. Hier wären wir also auf dem Albert Park Circuit, ein 5,28 Kilometer langer, holpriger Stadtkurs mit nicht sonderlich vielen Höhenunterschieden. Die Strecke geht in 14 Kurven einmal um den See herum, mit DRS-Zonen vor Kurve 1, 3 und 11, in denen unsere Fahrer gut überholen können. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Der Goldjunge startet aus der Pole Position. Und der talentierte Spanier Carlos Sainz macht die erste Reihe komplett. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Leclerc, Perez, Lewis Hamilton und Verstappen, Ricciardo, Norris, Gasly und Yuki Tsunoda, Magnussen, Mick Schumacher, George Russell und Ocon, Vettel, Stroll, Robert Schwarzmann, und Alexander Albon, Joe und Nicolas Latifi. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Es geht los mit der Einführungsrunde hier in Australien. An der Strecke liegt Spannung in der Luft und die Menge hofft, dass ihr ein aufregendes Rennen bevorsteht. Das Rennen wird jeden Moment losgehen. Die Autos nehmen nur noch ihre Startposition ein und die Fahrer und Teams treffen die letzten Vorbereitungen. Albert Park has been sanctioned as a round-robin race by World Championship and not World.
Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Wir können das DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir und in der DRS-Zone liegst. Noch in gutem Zustand. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 10,1 Sekunden.
glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Verstanden, geht in Ordnung. Abstand zum Teamkollegen beträgt 9,5 Sekunden. Verwende die Überholtaste. Wir nähern uns zum Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren.
abschrauben, deine Reifen verlieren langsam an Grip. Sei vorsichtig. Jetzt mach Druck!
musst du nur noch einmal stoppen. Noch ein Boxenstopp. Zu deinem Hintermann beträgt 2,1 Sekunden.
Autobahn kommt jetzt in die Box. Der Boden wurde beschädigt. Du könntest was merken.
Das sah übel aus. Alles okay bei dir?